Jo, bitte, Ich bitte. mir auch so schöne kleine Tierchen hier mal. Ja, warum ich mir die geholt habe, kennst du die Sassy Bees? Nee, tatsächlich nicht. Du musst ja irgendwie im Deep Dark oder auch in der Bastion die Templates finden. Genau. Und du kannst einfach Sassy Bees spawnen. Und die wandeln dann Soul Sand oder Clay in Suspicious Clay oder Soul Sand um. Und dann kannst du dies einfach mit der Brush abbürsten und kriegst dann deine Templates. Ah, ja, mit dem Brush, das hatte ich schon mal gesehen. Das gibt es auch in der Oberwelt hier in einigen Bereichen. Da gibt es so ein verlassene Ruinen, sage ich jetzt mal. Das ist oben und das hat für den. Da ist man hier halt so, ja, das zu gehen. Ja, genau. Da waren wir 6 Stunden unterwegs und haben die Sniffer gesucht. Nee. Ja, der Server läuft halt, ne? Also ich hab noch 2 Stacks. Ja. Ja. Ich bin da auch bei Hasen Wirkels gerade dabei, dass ich mir die Zauberer-Rüstung beide mal ein bisschen mache. Oh, geil. Da wollte ich wollte jetzt hier erstmal eine Ressourcenfarm aufbauen und einfach so und dann Mods ausprobieren, ohne mir Gedanken zu machen, dass ich irgendwie für irgendwas Ressourcen brauche. Und dann wollte ich mich mal durchtesten. Ja, ich will dich nicht überraschen, du musst mal mitkommen. Nee, guck mal hinter dir. Holy moly. Alter, 44,7, jo. Alles klar, läuft bei dir, würde ich mal sagen. Ja, die. Damit kann man auf jeden Fall ein paar Sachen buffen, ohne drüber nachzudenken. Das ist ja cool. Ja, die Query läuft halt durch. Achso, du machst Mining Dimension. Genau, ich bin in der Mining Dimension und hab da ein kleines Loch gebuddelt. Hatte ich anfangs auch, aber dann brauchte ich den Bilder. Ich mach das ja mit dem Bilder. Ja, ich auch, genau. Und dann brauchte ich den für zu Hause. Ah, okay, ich. In der Mining Dimension kriegst du nämlich Eusimodium relativ easy mit dem Jetpack. Ja, wurde mir auch schon gesagt, ich habe jetzt ungefähr 100 Eusimodium, aber ja, das ist ja eigentlich auch noch gar nicht so viel. Nee. Also ich habe jetzt 15, weil ich eigentlich bis jetzt alles habe, was ich brauchte. Und ja, ich brauche eher Strom als Ressourcen. Ja, ich habe auch noch hier den Reaktor, den du hier hast. Aber ich will mir nochmal den Mechanismenreaktor, den 18x18x18 machen, also den ganz, ganz großen. Weil der sieht meiner Meinung nach erstens optisch schöner aus fürs Gebäude und Auf jeden Fall. zweitens macht der extrem viel Strom. Also, Wie viel macht der? also wenn du die Kühlung richtig machst, dann macht er schon, also boah, müsste ich nochmal gucken, kann ich dir sagen, wenn ich ihn steht habe im Boot oder wenn man mal googelt, aber hat richtig viel gemacht. Also diese, du kannst ja auch bei Mechanismen die großen Batterien machen, die Multiblock-Batterien quasi, ne? Und da hatten wir schon echt eine sehr, sehr große mit, ich weiß gar nicht, irgendwas mit Giga-RMB oder so? Nee, noch größer. Das war irgendwas richtig Großes auf jeden Fall. Das wurde schon fast gar nicht mehr richtig angezeigt, weil wir ein bisschen übertrieben haben. Und selbst die hat er echt relativ schnell vollgeladen. Also das ging. Okay, ja, ich habe jetzt mir hier nur den Neotic von Power noch hingestellt. Wollte mir dann jetzt noch einen 100K-Reaktor hinsetzen. Ja, du hast auch noch den Basic, den habe ich auch. Die Kelvin hat zum Beispiel schon den Refined von Extreme Reactors. Ja, sauber.
Ja, ich mach ja auch nochmal ein bisschen mehr. Genau, Extremreaktor muss ich mir auch nochmal angucken. Da braucht man ja auch was für den ATM-Star. Mhm. Jo. Ja, nice. Echt muckelig hier. Und jo. Schon einige schöne Maschinen auf jeden Fall. Ja, das hier hinten ist natürlich das Schönste. Mit den Spawnern ist das natürlich dann nochmal tiefenentspannt. Mhm. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen hier schön das verbundene Glas und sowas. Das mag ich ja hier, dieses Tintglas. Ja, nee, das ist kein Tint. Ja, doch. Panoramablick. Ich wollte das aber noch anpassen. Irgendwann später kommt das alles weg und dann wollte ich draußen Eingangstürme bauen, wo die dann per Redstone dann einfach runterfallen können. Hm. Ah ja, okay, dass hier die Enderman nicht abbauen, ne? Ja, das ist eins der besten Sachen, die man bauen kann, weil sonst kriegt man echt einen Rappel. Die spawnen überall hin. Du bist irgendwo unterwegs, taucht ein Enderman auf. Das kannst du aber umändern. Es gibt Spawner, die kannst du einstellen und die werden auch dem Braindead gespawnt. Heißt, die kannst du einfach so weggrinden, ohne dass die sich wehren oder sowas. Dafür musst du bestimmte Sachen machen. Ja, genau. Habe ich bei den beiden Spawnern, die ich drinne habe. Ich habe hier aber auch noch die Fläche von, wie heißt das, Mob Grinder. Die spawnt ja alle Mobs, die verfügbar sind. Außer es ist Licht drinne, was gerade nicht weggeht. Und da spawnen auch Enderman. Und die haben halt, da kann man die AI nicht ausschalten. Ah, okay. Ja, und dann am Anfang war hier alles voll. Ja, glaub ich, wo hattest du hier Party, wa? Ging aber. Ah, und da hinten ist dieses Mob-Grinding-Gerät, ja. Ja, genau. Und irgendwann werde ich das durch, wie heißt das, von Industrial Foregoing, dieser Mob-Factory Leisure. Oder Slaughter, ja, genau. Ja, genau. Weil der macht Instant. Also die Mobs fallen rein und dann sind die sofort weg. Ja, genau, die Mob will ich auch noch machen, weil ich, du musst ja die... sag schnell, um an Pink Slime zu kommen, musst du ja hier auch die Mob Slaughtering Factory machen und sowas. Genau. Und das ganze System mit Kühnheit, damit du dein Pink Slime grinden kannst. Ja, das Interessante ist halt, du kannst, wenn du Spawn Eggs hast, kannst du ja direkt auf einen Spawner raufgehen, holst dir einfach irgendeinen Spawner und packst da ein Kuh-Ei rein und dann Spawner ja, nonstop genau. Kühe. Das ist auch ganz entspannt. Wollte ich noch mit Villager machen und mit Blattaltar. Villager kannst du ja auch die Briefing Station machen. Also, dass du immer welche vermehrst. Da kommen ja zu wenige raus. Ja, also Babys kommen da genug raus, aber die in der Station, wo du die dann ausschlüpfen lässt, also größer werden lässt, das dauert Ewigkeiten gefühlt. Ja. Also, die produzieren schneller kleine Villager nach, als dass die große Villager nachkommen. Ah, okay. Ja, muss ich mir mal angucken. Das ist leider ein bisschen ärgerlich. Bei mir staut sich das oben schon in meiner riesen Villager-Bereich da. Ah, okay. Ja, hast du automatische, wie heißt das gleich noch, dass da automatisch Brot reinkommt? Ja, ich schmeiß immer alles gleich voll komplett und dann läuft das so durch. Dann ist alles voll und dann kommt der Schlippautomat aber nicht hinterher. Ja, da baut man so. Halt noch ein paar mehr. Ja, genau. Ich hätte erst gedacht, dass das 1:1 aufgeht, aber leider nicht. Nee, ist dasselbe mit den Bienen. Die brauchen auch ewig und 3 Tage. Mhm. Aber. Ja, aber die Bienen fand ich früher nicht schlecht. Ich habe mich da auch einmal mit befasst, so. Also halt mit den normalen Erzbienen erstmal. Aber an sich sind die alle nicht schlecht. Also da gibt es ja auch viele Sachen, die es bei Mystical Educatcher nicht gibt, von den Erzen her. Genau. Dass das. Gute daran. Ja, auf jeden Fall. Da kriegt man zumindest, was ich jetzt gemacht habe, ich habe mir hier, wie heißt das, Quartz Enriched Iron geholt, damit ich halt ohne Probleme die Storage Parts bauen kann und nicht andauernd irgendwie Quarz und Eisen ranschaffen muss. Ja, das habe ich auch als Setzling. Ah, okay. Voll gemacht. Und normal Quarz, Eisen, eigentlich alles Mögliche mittlerweile. Netherite habe ich auch als Setzling. Ja, okay, das ist tiefenentspannt. Das habe ich noch nicht als Biene, weil dafür muss ich ins End. Mhm.
Ja, wie gesagt, mit End schnack ich mal mit Kelvin gleich mal drüber, wann wir das genau machen, ob wir das irgendwie jetzt Samstag machen oder Sonntag, wo vielleicht ein paar mehr Leute Zeit haben, dass wir da mal das schon mal ein bisschen vorziehen, weil für manche wie für uns ist das ja jetzt schon so, ich brauche dann nur gefühlt einmal raufhauen, du dann auch noch einmal und dann liegt das Ding, ne? Also, ja, genau. Ja, also darum geht's eigentlich gar nicht. Also auch von meiner Seite aus keinen Stress extra produzieren, dass da schnell die Leute vorankommen, sondern es war einfach nur eine allgemeine Frage. Ja, alles gut. Nee, wir können selber schon nicht mehr abwarten, dass es das auch okay. Ja, kann wir ich aber auch verstehen. Schon. Ja, wenn du denn schon alles hast, ich habe ja auch mein Haus schon fertig gebaut, überwiegend. Ich muss jetzt nur so langsam zusehen, dass ganze Maschinen in ihre Räume kommen, wo ich das so vorgesehen habe, quasi. Mhm. Und ja, dann wartest du halt nur noch darauf, dass du so gewisse Sachen halt machen kannst, so, ne? Ja, kann ich verstehen. Also, ja, das Problem aktuell bei mir ist, man braucht aus dem End, wie heißt das gleich noch, so Drachenbienen und... Mhm. Damit kann man die ganzen Bienen beschleunigen. Und jetzt produzieren die halt langsam und mit den Extras haut man sich irgendwann die Ressourcen zu, bis zum geht nicht mehr. Mhm. Aber. Ja, gibt es jetzt eigentlich nur die kleine Zentrifuge oder kannst du auch wieder die Multiblock-Zentrifuge bauen, die schneller die Waben verarbeitet? Nee, ich glaube, es gibt nur die Heated-Zentrifuge. Dafür braucht man aber ein Drachenei, aber das ist jetzt auch nicht so kompliziert. Ja gut, Drachenei kannst du ja in einer Drachen geklatscht haben, kann man den ja auch haben. Ja, man kann das auch aus Dracheneiern, aus hier Draconic Dust herstellen, also so ein Beiprodukt. Oder bei Mystic Agriculture oder wie heißt das andere? Hostile Networks kannst du ja überall Eier rausbekommen. Jo. Ja, super Sache hier auf jeden Fall. Jo, ich gebe mir Mühe, aber in Einrichtung ist halt noch völlig katastrophal. Ja, schlicht gehalten. Ja. Wo ist denn dein Eingang in die Höhle? Achso. Ja, hier einmal. Und hier will ich einen, wie heißt das vielleicht noch? Einen Fahrstuhl von Create bauen. Mhm. Dass er dann hier runterfährt und dann kommt man unten in die Base rein. Oh, das klingt auf jeden Fall mega interessant. Ich den Fahrstuhl von Create habe ich ja auch schon gebaut, der ist ganz geil. Ja. Ich fand's auch geil, dass du den halt komplett dekorieren kannst und dann fährt er hoch und runter, so wie du es haben möchtest. Genau, du musst halt nur darauf achten, dass wirklich alles mit Superglue dann mit dem verbunden ist, ne? Ja. Ist mir schon öfters passiert, dass irgendwelche Bauteile durch die Gegend flogen, also, ja. Ja, oder oben war irgendwas im Weg, dann hast du auf einmal alles nach oben hinweg gedrückt und sowas, ne? Ja. Ja. Bei mir ist zum Beispiel, ich habe bei den Tunnel da hinten, wo du wieder zum Spawn kommst, wo du auch durchgehst quasi, wo auch die Höhle drin ist, quasi die große, ja. Da habe ich einen Geheimeingang und das Ding ist, ich habe extra jetzt auch von der Höhlenseite aus quasi die Schalter weggenommen, damit, weil mir einer schon quasi die Reihenfolge nicht gemacht hat. Du musst erst entweder aufmachen, dann funktioniert das gut, oder halt zu. Wenn du auf doppelt drückst, dann stimmt die Reihenfolge nicht mehr von den Auf- und Zufahrmechanismus quasi. Das ist in so bestimmten Abständen getimt mit Blocks und sowas, dass das quasi erst der Pisten hochfährt, dann der Pisten rausfährt, dann fährt der andere Pisten raus, ne? Und deswegen, hat mir schon einer das erschossen und jetzt habe ich von außen die Knöpfe extra weggemacht, damit da nicht Leute fragwürdig meine Tür zerstören sollen, weil sich das dann einfach weggedrückt hat. Okay, ja, nee, ich hoffe, das funktioniert bei mir alles so, nur mit einem Knopf, aber da muss ich mal gucken, ich wollte auch die Eingangstür dann auch mit Create machen, irgendwie ein großes Tor oder so. Ja. Im Endeffekt kannst du das ja so oder so, wenn du das alles über eine Schaltung laufen lässt, kannst du das ja auch, du kannst ja so viel Redstone-Kram bauen, dass das so alles über ein
ja. Knopf funktioniert, sag ich jetzt mal, ne? Egal ob auf oder zu. Bei den simplen Sachen quasi wie eine, wie bei der Brücke ist das sogar so, dass es da ja nur Auf- und Zu-Status gibt und so. Ja. Ja, ich habe mich damit überhaupt noch nicht beschäftigt mit Create oder, ja nee, mit Create. Das Einzige, was ich da jemals mitgebaut habe, ist eine Tür und ein Fahrstuhl. Ja, es gibt schon viele coole Sachen da auf jeden Fall, auch so ja. Sachen herzustellen, hier die Plate zum Beispiel, du brauchst ja auch diese, sag mal, Iron Plates oder dies oder das. Und da kannst du ja auch diesen Stempel da machen quasi, dass er dir immer, wenn du Eisen aufschmelzt, dann stempelt der die und dann hast du Iron Plates zum Beispiel. Ja, genau, das war auch eine Sache. Also den Create-Mod wollte ich mir auch mal in vollen Zügen angucken. Bei denen habe ich immer links liegen lassen und man sieht halt so coole Videos im Internet. Ja, deswegen. Ja, ich habe mir mal von Debitor das Projekt damals mal angeguckt, der Create 4. Da hat er ja auch einiges gebaut, da mit Maschinen und Dampfmaschinen, um das alles anzutreiben. Ja. Das ist schon sehr interessant und komplex, muss ich sagen. Ja, und es sieht auch noch cool aus. Es ist nicht nur eine einzelne Maschine, sondern oder ein einzelner Block, der das zur Verfügung stellt, sondern eine richtige Produktionsstraße. Ja, genau, finde ich auch. Hat irgendwie mehr was als diese kleinen Ein-Block-Maschinen da, wo du eben alles reinmachen musst. Ja, genau. Oder stellst drei Maschinen in Reihe, hier den Crusher, dann den die Smeltering und dann, ne? Ja. Nee, deswegen, das, die ganzen Einzelmaschinen, die kommen irgendwo in den Hintergrund. Und dann mit Create wollte ich mal auch richtig ausprobieren. Na, oh, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ja. Wie das so ausschaut. Ich denke mal, ab morgen erkennt man dann auch, dass hier eine Base ist und nicht nur ein Tunnel. Na, mm. Ja, nice. Guck ich mal gelegentlich mal vorbei. Ja, kannst gerne machen. Ja? Ah, hier. Ist auch ein Raystone. Ja, nur zum Bilder, weil ich unten immer geguckt habe und dann wieder hoch und anpassen und hoch, anpassen, hoch. Mhm. Du baust auch mit diesen Tool da unten, ne? Ich sehe da schon diese blauen Dinger da. Ja, genau, vom Bilder. Ja. Oh, nice. Ja, Mensch, dann will ich dich gar nicht weiter lange aufhalten. Ja, dann schönen Tag, Abend noch. Ja, Tito, und dann hört und sieht man, ne? Genau, auf Wiedersehen. Tschö. Ja, das war ja auch mal nett. Konnten wir ein bisschen was vorstellen. Ja, der Mob-Slaughterer geht, glaube ich, auch mit normalen Mobs. Ich weiß nur nicht, ob dann Pink Slime produziert wird. Das müsste man sich mal angucken. Aber ja, haben wir ja so lange Zeit, bis der Server abgeschaltet wird. Ich weiß nur nicht, wann der abgeschaltet wird. Ich gehe mal nicht davon aus, dass das zeitnah passiert. Ja, so, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen wollte. Ja, ich glaube eigentlich mal gucken, dass ich den Spirited weitermache. Jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Ich habe ja hier extra die Sweet Bee weggepackt. Damit ich davon mehr herstelle. Für die Frosty Bee, damit ich hier die Eisblöcke herstellen kann. Was?
Nice. Danke auf jeden Fall für den Tipp. Das werde ich mal ausprobieren, ob ich da auch 8 Stück auf einmal reinstecken kann. Oh. Ja, das kann nur einzelne Rezepte machen. Kann ich da vielleicht... Schade. Ich dachte, vielleicht kann ich den hier einfach als Uranblock reinhauen. Ja, genau, das dachte ich mir nämlich auch gerade. Aber ist natürlich die Frage, wenn wir die Upgrades haben, dann brauchen wir es wahrscheinlich nicht mehr. Oh. Die kann ich nicht einsortieren, okay.
Okay, ich brauche nur zwei Stück. Oh, er ist noch weiter am Produzieren, okay. Können wir jetzt noch Obsidianbienen herstellen? Und mag. Nice. Okay, Obsidian. Das hört sich doch auch gut an. Dann kriegen wir hier noch ein bisschen Obsidian rein. Nee, ich habe jetzt noch bis morgen Zeit,
die Sniffer zu schlachten und dann wird das hier leider alles entfernt. Das tut mir sehr leid. Deswegen sorgen wir jetzt dafür, dass wir ordentlich unseren Bedarf an Eiern decken können und werden die dann leider vernichten müssen. Aber erstmal guten Abend zusammen. Ach, die Sniffer haben ihr Soll erfüllt. Die waren nur da, damit ich die Bienen bekomme. Für mehr waren sie nicht da. Ach, ich wollte mal anfangen, den Eingangsbereich zu dekorieren. Das ist der einzige. Ich glaube, das ist ein passender Name für ein Schlachtbeil, oder? Giant Slaying Osimodium X of the Titan. Apropos Titan, das könnten wir jetzt mal ausprobieren. Gut, dass du mich gefragt hast. Darauf habe ich jetzt Bock. Oh mein Gott, sind das schlechte Namen. Oh. Wow, war das ein harter Lag. Ja. Oh. Ich glaube, ich sollte auch mal meine Rüstung verzaubern. Ja, der war krass. Oh Mann.
Oh. Ja, das schon, aber wir haben da schon ganz schön viele von. Naja, das wäre auch eine Idee, dass ich dann irgendwie zwischen die Stockwerke einfach noch so ein kleines Stockwerk mache, drei Höhe oder so, und dann einmal kreisrum, da sind dann Sniffer drinne und laufen da drinne rum. Wäre auch eine coole Idee. Also in dem Tunnel vom Fahrstuhl. Wie hoch geht ein Protection? Ja, habe ich, glaube ich, gesehen. Man kann wahrscheinlich auch diese Enchanting Library bauen, um noch höhere Level zu bekommen. Ja, genau so war's dann.
Ach, ich habe da keine Lust mehr zu. Genau, das war Apotessia. Und dann war das die? Und am Ende konnte man die hier noch verzaubern. Dann könnten wir uns hier diese Bücher holen und uns dann das raussuchen, was wir haben wollen. Ja, gucken wir uns später an. Wir können erstmal ein paar Frosty Bees bauen. Das wäre auch noch eine Idee, dass man die Nazarit-Rüstung ordentlich hochpusht auf irgendwie legendär, dann ordentlich geile Sockel reinhaut. Ja, genau, das kann ich mir halt auch vorstellen, dass man das dann mega reinballern kann.
Oh mein Gott, ja. Das war gerade auch meine Idee. So. Wo noch Truhen? Jo, guten Hunger. Sorry. So.
Oh Gott. Jo, willkommen zurück. So. Ich habe mir heute schon was überlegt, und zwar, wir brauchen ja auch ein bisschen Platz für Farmen. Und da habe ich an Folgendes gedacht, und zwar
würde ich die Türme, die ich hier links und rechts in die Wand hier reinbauen will. Nein, kein übertriebenes Gewächshaus mehr. Nee, also, ich habe gedacht, oder vielleicht später, die Türme so groß zu bauen, dass wir hier in die Mitte genau so ein Feld reinbauen können. Und das braucht ungefähr, eine Dreierhöhe. Also, wir haben, ich würde zum Beispiel, Moment, wie heißt das nochmal? Glow? So, Glowstone. Dann würde Wasser kommen für die Lilypads. Erde. Und dann, also das Schema dann einfach wiederholen. Das wäre dann wirklich Wasser, Pflanze, dit. Jetzt ist nur die Frage, was ist... Ist das hier leckfreundlich? Ich glaube, das ist eher leckunfreundlich. Ich weiß nicht, ob man dann Botany baut. Oder nicht. Genau, und dann würde ich den Turm wahrscheinlich hier so hinsetzen. So dass wir... Geht das denn noch schlimmer? Power Fields? Ups. Hast du den gebaut? Oder ist wirklich das hier unten die beste Kombi? Den roten Dünger. Ja, dann habe ich hier unten drunter... da. Den Pylon mit einer Undestructible Hoe. Und als Zinne hiervon, ganz oben so gesehen dann, wollte ich einmal den hier haben als Autocrafter. Und dann den anderen auch noch.